schießen jetzt richtig mit Kanonen auf Spatzen. Nee, der nächste Schritt ist ja, dass sie jetzt losbauen, verstehst du? Scheiß Faschismus! Ihr seid so stark, ihr Polizisten. Hey, komm, sind sie. Nimm es mit drei von uns auf. Die Menge nimmt es mit drei von uns auf. Nein, nein, einer von denen nimmt es mit drei von uns auf. Ja gut, klar. Das ist einfach von der Sache her komplett unfair, weil die sind bewaffnet von vorne bis hinten, verstehst du? Ja, so nutzt das sogar so. Ja, aber wir sind die Rechtsbrecher. Ha? Ja, wir sind die Rechtsbrecher. Wir sind die Rechtsbrecher. Das ist... Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Schämt euch! Ja. Schämt euch! Da kommt noch mehr, ich glaube, das ist jetzt nicht. Was finden die hier auf? So, die Mannschaft, die eben kam, hat wohl noch nicht gereicht. Da haben sie noch mal welche rangekarrt. Tja, in Deutschland kommt die Demokratie auf den ersten Schlag. Können auch gerne rübergehen, ich habe da keine Probleme, das weiß ich. Wir rauchen noch auf und dann gehen wir rüber mitkämpfen, okay? Willst nicht kämpfen heute, Daniel? Ich darf nicht kämpfen, ich bin bunt, ich werde sofort rausgecasht, weil ich auffällig bin. Die große Frage ist, ob das letztendlich ohne Gewalt gehen kann, das alles, verstehst du? Das ist wirklich die Frage. Aber ey, dass die gleich so eine Mannschaft auffahren. Das kennen wir doch, die Spiele. Das kenne ich alles schon in allen die Bayern. Die haben 1800 letztes Wochenende benutzt. Wir haben alle Wege zur Demo abgesperrt. Es kam keiner nach. Da haben sie die Laufdemo genauso wie heute platt gemacht. Nee, hier in Berlin. Aber zum Beispiel Kassel, da war ich letzte Woche, Kassel. War alles friedlich? Das waren so, nee, war nicht alles friedlich, da gab es auch genug Probleme, aber das Prinzip war, das war ja auch ein Riesending, ja. Und es waren, es ist schwer mit den Zahlen, aber 100.000 waren es mit Sicherheit, vielleicht sogar 200.000. Jedenfalls mehrere, also war richtig, wir haben die gesamte Stadt okkupiert, stell dir das vor. Und die Bullen, das war ein Sieg sozusagen und die Bullen haben es nicht mehr geschafft, hinterherzukommen, weil die Leute haben sich geteilt, sind verschiedene Züge gelaufen durch die Stadt, das war nicht abgesprochen. Das war Dresden auch 5. Dresden war auch sowas ähnliches, oder Leipzig der 7.11. Da hat man auch gewonnen, da haben wir die Polizeikette, die waren auch noch relativ okay, durchbrochen und sind über den ganzen Ring und dann haben wir abends den ganzen Tag gefeiert noch. Und in Kassel, das war, die haben kein Land mehr gesehen, die Leute haben Kassel übervölkert sozusagen, ja. Die ganze Stadt war voll. War voll. Die haben aufgegeben, die Bullen. Und die haben dann sogar später die Antifa aus dem Weg geräumt. Das habe ich ja mitgekriegt, Und erst am Schluss, als alle Leute schon nach Hause sind und es dunkel war, dann haben sie wieder einen großen Macker gespielt, als nur noch ein paar Leute auf dem Platz waren und die waren ein paar tausend. Und dann haben sie angefangen einzukesseln und scheiß Szenen wieder, weißt du, da haben sie wieder gezeigt, hier. Hätte vorher nicht geklappt, weil wir waren 100.000 oder mehr. Also ich bin froh, dass das in Kassel so gelaufen ist. Auch alle unter dem Maulkorb rumgerannt. Das war Oberklasse. Das war mal ein echtes Zeichen. Ja, natürlich. Das Widerstand. Einfach mal wieder Mensch sein und das zelebrieren, verstehst du? Wie kann man sich einreden lassen, dass ich eine... Also wie kann ich mir einreden lassen, dass ich eine tickende Zeitbombe bin als Mensch? Oh. Naja, wir sind ja nicht so dumm. Wir wissen ja Bescheid. Aber du darfst ja die Dummheit der Menschheit nicht.